Kurt Schwitters. Dieser Name ist wahrscheinlich mit Hannover so eng verbunden wie kaum ein zweiter. Das Sprengelmuseum widmet dem Künstler jetzt eine Ausstellung, die sich speziell mit den späten Werken beschäftigt. Sie alle sind im Exil in England entstanden. Katharina Meyer hat die Ausstellung im Sprengelmuseum besucht. 1887 in Hannover geboren, vor den Nationalsozialisten nach Norwegen geflohen, im Exil in England festgehalten, entlassen in die Freiheit. So vielschichtig wie seine Lebensgeschichte sind auch die Werke Kurt Schwitters, die seit dem 2. Juni im Sprengelmuseum Hannover ausgestellt werden. Ob Collagen, Gemälde, Fotografien oder Skulpturen. Schwitters arbeitete nach seinem eigens aufgestellten Merz-Konzept. Schwitters selbst nannte seine Kunst Merz. Und Merz bedeutet eigentlich das Prinzip Collage, Montage. Also dass er aus vorgefundenen Dingen vor allem Kompositionen geschaffen hat, vor allem abstrakte Kompositionen. Und diese Haltung Merz also bedeutet auch, dass er im Grunde alles gestaltet hat. So ist in unterschiedlichsten Ausstellungsstücken englischer Einfluss erkennbar. Also man kann sagen, dass die Werke von Kurt Schwitters immer auch Ausdruck sind der Umgebung und der Zeit, in der er gelebt hat. Und so enthalten viele Collagen oder Materialbilder auch Dinge, die eben speziell dann aus England, aus der Produktion, aus den Medien stammen. Durch seine besondere Arbeitsweise war Schwitters Vorbild vieler Künstler. Diese Haltung, die Schwitters als Merzkünstler konsequent praktiziert hat seit sein Leben lang, die hat vor allem auch viele, viele andere Künstler, also schon eigentlich seitdem er tot ist, vor allem inspiriert. Man kann sagen, dass er sicherlich ein beeindruckender Künstler war, der vor allem beeindruckt hat, weil er ganz konsequent als Künstler war, also sich nicht hat irritieren lassen, sich also unabhängig quasi seine Kunst verwirklicht hat. Wer selbst einen Einblick in Schwitters Leben und Arbeit bekommen möchte, kann die Ausstellung noch bis 25. August besuchen und über 150 Werke bestaunen.